Und Ali, hallo Leute, mein Name ist Gutke und willkommen zurück zu Let's Play Women Wall Mix 1. Wir sind hier stehen geblieben beim zweiten Flugschiff. Das erste war schon grauenhaft genug, doch heute machen wir das zweite. Also los geht's. Und es ist wieder eine Burg, wie ich es erwartet hatte. Dann ist das gleich wieder Flugschiff mit Burg, so wie beim ersten. Oh nein. Wie fängt denn das gleich an? Oder das gleich an, meine ich. Ach du Schande. Okay, wir waren. Zum Glück müssen wir einfach nur so durch das Level, ohne Secret Exit zu finden oder so. Das war. Ich möchte nur wissen, was da drin ist. Eine Feuerblume wäre jetzt schon nicht schlecht. Gucken wir, ob wir es. Mal gucken, ob ich es schaffe. Oh, das wird doch irgendwie. Moment, Moment, ich habe eine Idee. Selbst wenn ich dann. Oh, ich muss jetzt eigentlich nur raus von den. Bin ich jetzt gerade. Selbst wenn ich dann getroffen werde, kriege ich die Feuerblume. Genau so. Ich meine, ich sagte. Oh. Moment. Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah. So funktioniert das. Oh. So. Oh. Und mir fehlt immer noch der blaue. Der blaue Schalter. Das finde ich sehr schade. Aber ich habe keine Ahnung, wo es sein soll. Wahrscheinlich in irgendeinem der Secret Exits, die ich nicht finden konnte. Ah, funktioniert doch. Und zwar bei diesen übertriebenen Level. Moment. Wie zum Beispiel das mit den ganzen Exit, mit den ganzen Zielen, meine ich. Oder das, an dem der Schlüssel runterfliegt. Wahrscheinlich wird da irgendwo der blaue Schalter sein, so wie ich mein Glück kenne. Oh, 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 oh. Warum, Spiel? Warum tust du mir gleich wieder sowas an? Ich hasse dich auch, Spiel. Nur, dass du es weißt. So, so, so. Nein. So. Geht doch. Okay, jetzt haben wir hier die Bahn gebaut. Jetzt können wir hier endlich weiter. Oh, yeah. Moment. Die Röhre da sieht verdächtig aus, aber da war nichts. Naja, eigentlich sieht ja jede Röhre verdächtig aus, aber ich möchte nicht... Oh! Jede ausprobieren. Das war dämlich. Also, das war selbst für meine Verhältnisse dämlich. Jetzt fahrt sie doch! Mein Gott. So. Aber was ich schade finde, ist wieder alles so eintönig. Röhren, 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 röhren. Nichts anderes. Ich meine, es ist ja schön, wenn ein Level ein Thema hat, aber man sollte es auch nicht übertreiben. Das wird ziemlich. Das. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Es langweilt nicht, aber es wird so. Einfach. Versteht ihr, was ich meine? Whip-Münze. Wow. Oh, die Röhre wächst. Danke. Dankeschön. So. Was ist hier? Muss ich runter? Komm, komm. Komm doch raus. Komm. Ich habe eine Überraschung. Ja, doch nicht. Wie zur Hölle habe ich denn das hinbekommen jetzt? Ach, wir gehen einfach rein. Wie, da geht's nicht. Moment. Wo zur Hölle muss ich hin? Achso, doch da rein. Dort rein, wollte ich sagen. Gott, hat sich das gerade blöd angehört. Mittelpunkt und weiter geht's. Durch weitere Röhren. Oh yeah. Kein Yoshi. Ach so, dann verliert man nun Power-Up. Das ist okay. Dafür, dass ich dann Yoshi hab. Moment, komme ich ohne Yoshi heil durch? Ah, ich verstehe. Aber ich möchte einen Yoshi haben. Weil ich Yoshi nun mal liebe. So, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, Spiel, habe ich dich ausgetrickst? Das kriegen wir nochmal hin. So. Wow, wow, wow. Gut, alles gefressen. Was? Was ist hier los? Was ist... Ich verstehe. Oh nein. Hä, welche... Was sind das für... Moment. Okay, das war's mit dem Yoshi. Habe ich das so machen müssen? Ich meine, wie wäre ich sonst durchgekommen? Was? Wie komme ich jetzt hier? Was? Wie soll ich denn... Hä? Was für... Okay. Was wird denn hier schon wieder von mir verlangt? Hier, da ist ein Block, von dem ich keine Ahnung habe, was du mir... Moment, kann ich das nicht irgendwie schaffen, ohne Schaden zu nehmen?
Oh. Moment, ich habe eine Idee. Genauso. Ah, okay. Aber man hat gesehen, ich kann es schaffen. Oh. Es ist nur nicht so einfach, leider. Ja. Ich muss den Pilz behalten, sonst komme ich da, sonst überlebe ich das da hinten nicht. Falsche Richtung, sonst richtig. Oh, 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 oh. Ja! Perfekt! Weil jetzt kann ich hier runter und weiter. Denn wollte ich sagen, nicht weil, aber okay. Oh! Gott sei Dank. Okay, mal gucken. Ich habe einen Panzer zur Sicherheit mitgenommen. Wow, da oben. Hätte man mit Yoshi fliegen? Nein. Wie zur Hölle soll ich hier einen Yoshi mitnehmen? Moment, komme ich auch so rüber? Tatsächlich! Und! Perfekt! Hallo Mond? Man wird sogar belohnt dafür, dass man ohne Yoshi hier weiterkommt. Hallo Mond! Ich habe nur nicht kapiert, was für Gegner das sind. Und warum komme ich jetzt nicht weiter? Du kommst zu spät! Du kommst einfach nur zu spät. Komm doch früher! Ich verstehe es nicht. Wir heben das Level das nächste Mal auf. Das wird mir jetzt schon zu blöd. Deswegen, wir machen einfach hier das Level weiter. KK. Irgendwas mit KK Rider, glaube ich. Hallo da oben. Dich kann man nicht besiegen. Ihr seid die Maulwürfe, die hässlichen. Aber es sieht noch hässlicher aus sogar. Wieder mal ein normales Level. Das ist eine Wohltat gerade. Nach den ganzen Leveln der vergangenen Parts ist das hier wirklich eine Wohltat. Oh, tut das gut. Okay, hier komme ich hoch sogar. Und hier ist leider kein Pilz. Wie sieht's hier aus? Pilzilein! Oh yeah! Okay, was erwartet uns wohl in diesem Level noch? Warum Kaka? Warum? Ich glaube, das war eine Anspielung auf Kaka Rider, weil dem sein Name schreibt man ja so. Sonst weiß ich nicht, was man mit Kaka schreiben sollte. Also K.K. Um's genau mal, um's deutlich auszusprechen, damit ihr wisst, was ich meine. Was ist hier unten? Gar nichts. Okay, hätte ja sein können. Mittelpunkt. Ah, yeah. Okay. So, rein geht's leider nicht in die Röhre. Wippmünze. Und. Moment. Was ist in diesem Block da oben? Eine Feder. Eine Feder. Ah, yeah. Ich liebe Federn. Mit Federn kann man fast alles killen in dem Spiel, glaube ich. Fast. Alles aber auch nur. Wow. Aber auch nur. Okay, ich glaube, man kann sogar wirklich alles töten mit der Feder. Einen normalen Gegner zum Mindest. Da muss ich. Oh. Good girl! Was ist mit dir los? Wenn ihr euch das irgendwann mal fragen sollte, würde es mich nicht wundern. Denn ich stelle mich oft ziemlich blöd an. Wow, da oben war eine Wippmünze, aber. Warte mal, da ist ein Item drin. Oh ja, eine Pflanze, die führt mich zur Wippmünze. I see. Wow, wow, wow. Nicht wegspringen. I see Wina aus Futurama, falls euch das was sagt. Also natürlich Futurama sagt euch was, aber ich meine, fahrt sie den. Was hat mich da unten getroffen? So, also ich habe nichts großartig übersprungen, ihr wusstet genau, was bis hierher kommt. Und warte mal. Ah ne, man kann da nicht durch, weil der Boden hier. Ich dachte, da kann man vielleicht weiter. Oh, so. Was ist mit dir, Röhre? Kann ich in dir rein? Nein. Wow, das. Ich habe sogar mal alle Wippmünzen in einem Level wieder gesammelt. Gibt's sowas auch noch? Und da ist auch schon das Ziel. Was hat das mit Kaka Rider zu tun gehabt? Falls er gemeint war. Das ist ja nur eine Vermutung von mir. Ich habe keine Ahnung, was das eine Anspielung sein sollte. Ja, das führt uns auf jeden Fall zu einem roten. Oh Gott. Im roten Level. Machen wir weiter hier. Ja, was ist mit der. Was? Oh nein. Muss ich die mitnehmen? Sie funktioniert wie ein Buhu. Ich nehme sie mal mit. Ich glaube, es wird sich für mich. Es ist ein rotes Level. Natürlich braucht die Biene. Die Bienen, wie es aussieht. Aber warte mal, kann ich denn eigentlich auf dir drauf? Ah ja. Die brauche ich bestimmt, um das Secret Exit irgendwie zu finden. Deswegen gebe ich gerade auch nicht so viel Gas, damit sie mich verfolgen können.
Wow, das war gerade knapp. Kommt. Kommt, liebe Bienen. Viel von. Warte mal, ist das ein ganzer Schwarm nachher oder was? Wow, 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 ich darf wirklich nicht zu schnell sein. Sonst verschwinden die Bienen einfach. Ihr habt es gerade gesehen. Es waren 5 und jetzt waren es gerade eben wieder weniger. Boah, gut. Ich dachte schon, ich wäre zu weit weg gewesen. Ich glaube, um das Secret Exit zu bekommen. Moment, da war ich zu schnell. Das sind nämlich 5 hier hinten. Oh Gott. Okay, wir versammeln euch erstmal alle auf einen Haufen. Nein, 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 nein. So, die brauche ich ja gar nicht. Wow! Bienen! Nur mit Ruhe. Toll, jetzt habe ich die anderen 3 verloren. Oh, ist das beschissen gemacht. Wow! Ah, so geht es ja noch. Okay, mittlerweile habe ich 6 Bienen hinter mir her. Bienen, kommt, ich führe euch zu eurem Schwarm. Dafür gebt ihr mir dann das Secret Exit wahrscheinlich. 7. Biene. Okay, sind noch alle 7 da. Da kommt die 8. schon. Oh Gott. 8 Bienen sind hinter mir. Ich hasse die Panzer heute. Und sie hassen dafür. Und sie hassen auch mich. So. 8 Bienen. Oder 9. Ich habe vergessen mitzuzählen, richtig. Weil ich hier so viel machen muss gleichzeitig. Seid ihr alle? Es sieht zumindest so aus. Ich kann gerade nicht nachzählen. Moment, aber jetzt habe ich gerade einen verloren. So, kommt brav mit. Oh, ich darf nicht mal den Drehsprung machen. Da kommt die Biene Nummer 9 oder 10. Ich habe schon gar keine Ahnung mehr. Okay, kommt, 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 kommt. Nein, Moment. Ihr seid viel zu wenig. Gut, jetzt sind sie alle wieder beisammen. Warum verliere ich so schnell eine Biene? So, da seid ihr wenigstens fast alle auf einen Haufen. Ist da gerade Koopa drunter versteckt? Ich muss aufpassen. Na, 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 na. Ihr Bienen kotzt mich jetzt schon an. Na, 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 na. Nein, falscher Sprung. Den Sprung mögen die nicht, dann bleiben die stehen, weil ich mich ja eigentlich auch umgedreht habe. Es sieht noch so, zumindest so aus, als wären es noch alle. Oh, ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level jetzt schon. So sieht es nicht nach alle aus. Tut mir leid, aber ihr müsst mir auf den Haufen. So ist es schon viel besser. Kommt, kommt, liebe Bienchen. Heute erzähle ich euch die Geschichte von den Bienchen und Blümchen. Nein, eure Eltern würden mich hassen, würde ich das machen. Eure Eltern würden mich hassen, glaubt mir einfach. Okay. Wo zur Hölle muss ich mit diesem Schwarm denn hin? Wow, jetzt geht's bergauf. Aber ein bisschen langweilig ist das schon. Das kann ich mir gerade gut vorstellen, dass es für euch langweilig ist. Aber ich muss die nun mal mitnehmen, habe ich das Gefühl. Oh, nein, warum Safe State so wenig? Jetzt wisst ihr, warum ich Safe States benutze. Oder warum ich sie nicht benutzen sollte. Eins von beiden. Okay, sind noch alle. So. Oh, und da ist erst der Midway Point. Was? Bitte bei mir bleiben, Bienchen. Nicht aus der Reihe tanzen. Okay, weiter geht's. Muss ich echt so langsam sein? Ich meine, die Zeit wird knapp und ich bin erst beim Midway Point. Warte mal, ich renn mal voraus. Jetzt bin ich ziemlich unsicher, ob ich das mit den Bienen wirklich so machen muss. Okay, ich glaube doch nicht. Ich glaube, das war ein Denkfehler von mir mit den Bienen. Ich fliege einfach mal kurz durch das Level. Um zu gucken, wie lange das eigentlich noch gehen würde. Wow, also kommen echt viele Bienen! Ah. Okay. Wie lange geht denn das Level hier? Schaffe ich das überhaupt? Hab ich überhaupt noch eine Chance, es zu schaffen? Ist die andere Frage.
hier kurz notlanden, wurde übel. Oh, wird das knapp mit der Zeit. Na, na. Okay, ich habe das Level zwar noch geschafft, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Röhre gesehen, in die ich hinein könnte. Damit könnte sich der Secret Exit verstecken. Doch, dann schauen wir beim nächsten Mal nach, denn jetzt haben wir schon wieder 15 Minuten rum. Und das führt mich auch zum Schiff, also ich muss so oder so zu dem Schiff. Verstehe, das war nur eine Abkürzung gewesen vorhin. Okay, los heißt, mein Name ist Gutgo. Das war's für heute mit Let's Play Wibbin Warmix 1. Bis zum nächsten Mal und bye bye.